Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt euch nach dem Weekly Vlog nochmal ein Video zu dem neurogenen Zittern gewünscht. Dort habe ich erzählt, dass ich das mache, warum ich das mache und warum ich das so sehr mag. Und ihr hattet nochmal ein paar Fragen, ihr wolltet da nochmal ausführlicher was dazu wissen und natürlich mache ich das für euch. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich habe recherchiert, weil ich natürlich kein Profi in dem bin, sondern euch einfach nur in dem Vlog von meinen Erfahrungen erzählt habe und wofür das neurogene Zittern gut ist. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was mehr recherchiert und das so ein bisschen mehr in einen Kontext für euch gebracht. Und das machen wir heute zusammen. Ich werde unter anderem natürlich auch darauf eingehen, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe, noch so mal ein bisschen detaillierter und wünsche euch somit viel Spaß jetzt mit diesem Video. Wie bin ich überhaupt auf das neurogene Zittern gekommen? Ich habe ungefähr im Sommer angefangen, mich mit einem überstimulierten Nervensystem zu beschäftigen, weil ich ein überstimuliertes Nervensystem habe. Ist auch nach wie vor noch so. Und habe einfach mal nach anderen Möglichkeiten gesucht zu den Dingen, die ich bisher so getan habe. Und bin eben auf körperliche Übungen gekommen. Danach hatte ich schon lange gesucht. Ich habe da immer mal wieder Sachen gesehen und habe schon lange nach Anleitungen gesucht, wie ich das für mich auch nutzen kann. Und habe zum einen angefangen, einfach meinen Körper mehr zu bewegen, ihn auszuschütteln. Und bin dann irgendwie so in meiner YouTube-Sucherei auf das neurogene Zittern gekommen. Hatte dieses Video auch schon lange, 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 lange auf meiner Liste stehen, dass ich das mal machen wollte. Und dann kam es endlich irgendwann dazu. Am 1. Oktober. Genau, das habe ich nämlich auch. Da gab es auch einen Vlog. Da habe ich das dann zum ersten Mal einfach so spontan ausprobiert, weil es mir da nicht so gut ging. Und seitdem habe ich das durchgezogen, den kompletten Oktober und jetzt im November einfach weitergemacht, weil ich das so wahnsinnig gut fand. Und das Ganze dauert nur 10 Minuten. Es wird auch empfohlen, wenn ihr das nicht im Rahmen einer Therapie mit jemandem Betreuenden macht, das auch wirklich nur 10 Minuten zu machen. Kann man täglich machen, kann man auch, aber auch alle 2 bis 3 Tage machen. Und worum geht es jetzt eigentlich? Also, man macht das ja, weil man gestresst ist, ja? Und wir alle sind ja gestresst, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und es gibt einen ganz bestimmten Reaktionsmechanismus unseres Körpers, wenn er auf Stress reagiert, weil Stress ist eine Gefahr für unseren Körper. Und wir bedienen uns immer noch den Reflexen, die auch schon die Höhlenmenschen hatten. Damals hatten die anderen Stress und andere Gefahren. Die Mechanismen, die in unserem Körper ablaufen, sind aber immer noch dieselben. Und das ist übrigens auch bei anderen Säugetieren so, darauf komme ich dann gleich nochmal. Es gibt also eine ganz klare neurophysiologische Abfolge. Wir Menschen reagieren auf Stress entweder mit Kampf oder Flucht, also Fight or Flight. Und wenn das nicht möglich ist, reagiert unser Körper mit dem Todstellreflex, dem Erstarren, um für den Angreifer uninteressant zu werden. Da kommen wir halt auf diese Mammutjagd. Also entweder habe ich halt gekämpft, naja, Mammut vielleicht nicht. Nehmen wir einen Tiger. Entweder habe ich gekämpft gegen den Tiger, entweder bin ich geflohen von dem Tiger oder ich habe mich halt totgestellt. Und das gibt es auch heute noch. Also ich habe auch sehr oft diesen Freeze-Reflex, dass ich so einfriere. Mein Kind hat auch oft diesen Freeze-Effekt. Fight ist ja eher seltener in unserer Gesellschaft. Gerne auch mal Flight im Sinne von, ich blende das einfach alles aus, ich ignoriere das einfach alles. Der Stress und die Gefahr ist da, aber was ich nicht sehe und höre und um was ich mich nicht kümmere und was nicht wahr ist, das ist ja einfach auch nicht da. So, und dann gibt es eben halt Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol und die sorgen dafür, dass sich der Körper eben anspannt, ne? Dass ich halt die Möglichkeiten überhaupt habe, da reagieren zu können. Und der Körper geht dann in eine Hab-8-Stellung und es wird eine Unmenge an Energie bereitgestellt, um auf diese Gefahr bei Stress reagieren zu können. Dass wir eben aber auch im Stress des Alltags jetzt, ne, wir haben den Tiger nicht mehr,
diese instinktiven Gefahrenreaktionen entwickeln, ist den wenigsten tatsächlich bewusst. Und als gestresste Menschen spüren wir häufig, dass unser Organismus diesen Gefahrenmodus nicht automatisch verlässt. Wir sind also permanent in diesem Fight, Flight or Freeze. Auch wenn wir aus der eigentlichen Stresssituation wieder herausgekommen sind, und das hat ganz viele verschiedene Ursachen, unter anderem, dass wir uns dann anschließend nicht mit dieser Stresssituation beschäftigen, die reflektieren und die für uns aufarbeiten, sondern dass wir das einfach wieder wegpacken zu dem vielen ganzen anderen Scheiß, den wir schon angehäuft haben und das Fass immer voller wird. Und weil wir nicht aktiv diese Stresssituation verlassen, weil wir es hier noch lassen, wir lassen doch die Gedanken über die Situation, die Gefühle über die Situation, die schließen wir ja nur ein. Also werden auch permanent weiter Stresshormone ausgeschüttet. Das heißt, der Tiger steht eigentlich permanent vor uns. Wir sehen ihn nur nicht mehr so ganz konkret. Das heißt, wir sind weiterhin angespannt. Unser Körper produziert weiterhin diese Stresshormone und wir gehen mit so einem Tunnelblick durch die Welt. Wir stecken fest. Und da kommt es dann natürlich zu einem absolut überstimulierten Nervensystem, weil wir Stressfaktor, Stressreaktion und wir bleiben in dieser Stressreaktion. Wir gehen da einfach nicht mehr raus. Und ein logischer Mechanismus unseres Körpers wäre eigentlich zu zittern, um den Stress loszulassen. Also Babys zittern noch, einige Kleinkinder zittern noch, vielleicht kennst du auch dieses wenn du dich ekelst oder wenn eine Gefahr tatsächlich auch droht, ist auch ein Warnsystem, dieses Zittern. Und Hunde zittern. Ich liebe dieses Beispiel, weil wir das alle kennen. Hunde, die sich so komplett einmal abschütteln und durchschütteln. Und jeder weiß, das macht der Hund, um den Stress abzuschütteln. Das ist so ein schönes Bild, dieses ich kann theoretisch den Stress einfach abschütteln. Wie ein Hund das ganz natürlich tut. Das Problem ist nur, das ist eigentlich ein komplett natürlicher Mechanismus unseres Körpers, dieses Zittern, dieses Abschütteln, aber wir tun es nicht, weil wir es unterdrückt haben irgendwann. Ganz oft unterbewusst, aber auch bewusst, weil das ja Schwäche symbolisiert und weil man das nicht mehr macht. Wir sind jetzt keine kleinen Kinder mehr. Und das ist so schade, weil wir gar nicht wissen, wie wertvoll das ist, wenn wir das dann tatsächlich in unserem Alltag benutzen. Und dieses neurogene Zittern benutze ich ja, um Stress abzubauen, um Anspannung aus meinem Körper auszuleiten, um dieses Angestaute in mir, um dem ein Ventil zu geben. Und auch, wenn ihr Traumata erlebt habt, wovon ich einfach ausgehe, weil jeder von uns hat kleinere, größere Traumata erlebt. Wir sind einfach diese Generation oder noch eine dieser Generationen. Kann neurogenes Zittern helfen, diese unabgeschlossenen Traumazyklen zu vervollständigen? Und auch das helfen zu heilen, aus eurem Körper loszulassen. Und wenn eben dieses Zittern ausbleibt, bekommt der Körper nicht mehr das Signal, dass die angespannte Situation vorbei ist. Das ist, was ich gesagt habe. Wir bleiben da einfach. Also die Entspannung kann gar nicht einsetzen. Weil unser Körper hat eigentlich auch diese Mechanismen in uns, nach einer Stresssituation wieder entspannen zu können. Das können wir ja alle nicht mehr. Das können wir ja alle nicht mehr. Und es fällt uns auch so schwer, einfach mal nur zu liegen und an nichts zu denken, zu meditieren, Yoga zu machen, uns zu erlauben, nichts zu tun, weil wir da noch gefangen sind, weil die automatische Entspannung in unserem Körper nicht mehr einsetzt. Und wie gesagt, dieses Zittern ist eigentlich eine angeborene Fähigkeit, von der wir alle profitieren könnten, wenn wir es nur für uns nutzen würden. Und wir können das Zittern auch an- und ausschalten, so oft wir wollen. Das ist ja das, was ich mache. Ich zittere auch noch nicht in alltäglichen Situationen. Also mein Körper hat es noch nicht angenommen als einen Mechanismus, den er jetzt wieder hervorkramen kann. Das heißt, dieses Zittern aktiviere ich ja ganz bewusst. Zum Beispiel einmal am Tag.
Und eben dieses neurogene Zittern kann eben Verspannungen, kann Blockaden lösen, die eben durch belastende Situationen entstanden sind. Und das haben wir ja alle, emotionale, gedankliche Blockaden in uns, Verspannungen, die sich ja auch körperlich zeigen können, weil wir ja alle belastende Situationen in unserem Leben erlebt haben oder auch noch erleben. Und das Ganze nennt sich TRE. Also dieses neurogene Zittern gehört zum Überbegriff TRE, was Tension and Trauma Releasing Exercises, also Übungen, die Spannungen und Traumata abbauen. Das ist das, was ich schon so gesagt habe. Und das Ding ist, es ist eine Übungssache loszulassen. Wir können das super schlecht. Ich kann das super schlecht, weil wir ja eher darauf trainiert sind, solche Impulse nicht loszulassen, sondern zu unterdrücken. Wir unterdrücken ja. Ich bin der Profi des Unterdrückens. Und da ist dann auch wieder die Krux. Also wenn man jetzt sagt, ich habe, weiß ich nicht, 25 Jahre meines Lebens alles immer nur unterdrückt und bin seit 25 Jahren meines Lebens im Stressmodus gefangen, dann kann mein Körper gar nicht so schnell in seinen eigentlich natürlichen Rhythmus umschalten. Also ich zitter jetzt seit 5-6 Wochen und die ersten Tage habe ich das nicht besonders gut hinbekommen. Ich erkläre gleich nochmal, wie Zittern funktioniert, verlinke euch in der Infobox auch ein Video, das ich immer jeden Tag benutze, weil sie eine angenehme Stimme hat und eine tolle Musik im Hintergrund und es wirklich gut durch die Übung führt. Und das mache ich mir immer an. Ich überspringe quasi immer die Einleitung und setze dann an bei den letzten 9 Minuten und mache das mit ihr gemeinsam mit. Und die ersten Tage oder ersten Mal hat es nicht so gut bei mir funktioniert. Da habe ich Minuten gebraucht, ehe das Zittern überhaupt eingesetzt hat und dann war es nicht besonders doll. Und ich dachte, ich mache irgendwas falsch, ich kann das nicht, wie das halt so ist. Und nach relativ kurzer Zeit hat sich das dann aber eingestellt, dass mein Körper zumindest schneller das Zittern einsetzen konnte, das Zittern auch intensiver geworden ist, aber das ist nicht unangenehm. Also für mich war das nie unangenehm. Für mich ist das immer einfach eine sehr befreiende Übung und anschließend fühle ich mich wahnsinnig gut, als hätte ich Wackersteine abgeworfen. Das ist wirklich, wirklich toll. Man sollte aber tatsächlich vorsichtig dabei sein und da wird man auch immer in den Anleitungen gewarnt. Deswegen ist die Anleitung auch, wie gesagt, nur 10 Minuten, weil man es eben alleine macht. Und eben wenn man belastende Erfahrungen gemacht hat und je nachdem, wie weit man in seiner Traumaverarbeitung ist und Traumata eben in sich trägt, diese Erfahrungen können durch das Zittern wieder aktiviert werden. Und da muss man einfach darauf achten, wenn ihr sowieso in eine therapeutische Begleitung habt, kann man ja vorher darüber sprechen, ob das eine Idee wäre, ob man das umsetzen kann, ob man das mal gemeinsam umsetzen kann. Ich fand mich in dem Fall einfach gesettelt genug, um das für mich ausprobieren zu können und hatte bisher auch noch keine Schwierigkeiten, dass ich da hätte irgendwas nicht halten können. Und was eben das neurogene Zittern mit euch macht, ist einfach diese, ich habe unbedingt ein Ventil gesucht, um diese angestauten Energien, Stresshormone, Anspannungen, negativen Gedanken und Gefühle, um denen ein Ventil geben zu können oder eine neue Art von Ventil geben zu können. Und das ist wirklich eins, was sofort einen Effekt hat und was ihr spürt. Ihr könnt das nicht logisch vielleicht erklären. Oh, ich habe da jetzt hier nur 10 Minuten gelegen und irgendwie so vor mich hingezittert. Und das habe ich jetzt so 2-3 Mal gemacht, aber ihr fühlt euch besser. Ihr seid absolut resilienter gegen die Herausforderungen des Alltags. Ihr fühlt euch gestärkter, entspannter. Ihr habt mehr Energie und es zeigt mir immer wieder, wenn ich auf so eine Übung immer und immer wieder mit Freude zurückkomme. Also ich meine, auch für mich ist es schwer, mir diese Zeit im Alltag zu nehmen. Und das sieht man immer wieder am Yoga, weil ich viel zu selten Yoga mache. Obwohl auch Yoga sich gut anfühlt. Aber das Zittern ist nochmal irgendwie anders. Auf eine andere Art noch befreiender und besser für mich. Und wenn ich von mir aus mich unglaublich darauf freue, oh, jetzt habe ich diese 10 Minuten, jetzt kann ich wieder zittern, dann heißt das auch einfach was. Und ich lade euch einfach ein, das einfach mal auszuprobieren. Auf das Video unten zu klicken, euch diese 10 Minuten zu nehmen und das mal einfach zu machen und mir danach unbedingt
unbedingt in die Kommentare zu schreiben, wie sich das für euch angefühlt hat, wie das war. Auch gerne die Erfahrung zu teilen, das hat mit dem Zittern beim ersten Mal gar nicht so gut funktioniert. Lasst euch gesagt sein, und sie sagt es auch im Video, das Zittern kann für jeden anders aussehen. Am Anfang sah das bei mir nicht so aus wie bei ihr, jetzt mittlerweile komme ich dem schon sehr, sehr, sehr viel näher. Sich da auch nicht vergleichen, sich da keinen Druck zu machen, wie es sein soll und warum das jetzt nicht geht. Warum es nicht geht, ist ganz logisch, weil unser Körper das nicht gewöhnt ist und wir ihm das erst wieder antrainieren dürfen und weil es uns schwer fällt, loszulassen. Ich bin da so ein Experte, ich kann das so schlecht. Und auch ich habe jetzt aber einen extremen Fortschritt da im Zittern gemacht und das macht natürlich auch glücklich. Also neurogenes Zittern hilft euch zu entspannen, Stress abzubauen, unvollständige Traumazyklen zu vervollständigen. Es verbessert eure Körperwahrnehmung, ihr vertieft euren Atem, ihr habt eine erhöhte Leistungsfähigkeit, ihr habt ein besseres Immunsystem, ihr seid emotional einfach ausgeglichener. Also das ist wirklich eine Top-Übung, die ich jedem mal ans Herz legen möchte. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video das jetzt so ein bisschen greifbarer machen konnte, dass ich das besser erklären konnte. Und dass eure Fragen damit beantwortet sind. Solltet ihr dennoch Fragen dazu haben, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Ich würde versuchen, die dann noch zu beantworten. Oder geht einfach auf das Video, was ich immer nutze. Da kann man sicherlich auch Fragen stellen, wenn man die noch hat. Und ich hoffe, mit diesem Video inspirieren zu können und euch zu motivieren und zu... Mir fehlt das deutsche Wort. Also, dass ihr Bock habt, das auszuprobieren. Und das einfach mal zu machen und mir dann zu schreiben, wie ihr das gefunden habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich wie immer sehr über eure Kommentare. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.